Hallo und herzlich willkommen zurück bei Oblivion. Ja, Leute, es ist tatsächlich wahr. Wir sind mal wieder in Oblivion. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie überaus toll das ist. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, wo wir überhaupt beim letzten Mal waren. Und vielleicht kurz dazu, wie der weitere Plan ist. Ja, Oblivion war ja jetzt ganz lange pausiert und ich habe ja ganz lange auch... ja, es war ja die ganze Zeit ungewiss, ob das Projekt überhaupt weitergeht. Ja, jetzt habt ihr die Antwort. Es geht weiter. Ich möchte dieses Spiel gerne... Irgendwie sieht das hier so matschig aus. Also, die Steine sehen voll schön aus und dann haben wir hier das Matschige. Der hat auch schon wieder die Grafikqualität total runtergefahren. Ja, auf jeden Fall... was müssen wir überhaupt machen? Was ist unsere Aufgabe? Ariel hat mir eine Belohnung angeboten, wenn ich Britaue loswerden kann. Ich muss sehen, wie ich Britaue dazu bringen kann, die Läden von Neu-Schild nicht mehr zu berauben. Ich sollte aber nicht vorschnell handeln, sondern erst mit Britaue sprechen. Okay. Ist irgend so eine Nebenquest wieder. Wo ist denn der? Der Britaue? Wir gehen einfach mal hier rein. Was ist das hier? Sucht ihr nach mir? Ja, hallo. Es ist gut, eine so gut ausgestattete Person wie euch in dieser Gegend zu sehen. Aber ihr seht müde aus. Das kommt davon, dass ihr all diese Ausrüstung tragt. Ich würde gerne einen Teil eurer Last auf meine Schultern nehmen. Euch diesen teuren Kram abnehmen. Oder gibt es noch etwas anderes, was ich euch abnehmen? Ich meine, womit ich euch helfen kann? Der hält ja nicht mit seinen Sachen da nicht hinter Berg hier, mit seinen Absichten. Britaue. Ich weiß, was man über mich sagt. Ich bin schließlich nicht völlig blöde, wisst ihr? Ich sammle halt gern Dinge. Alle möglichen Dinge. Glänzende Dinge, wertvolle Dinge. Ich kann einfach nicht anders. Meine Sammlung ist beinahe vollständig. Jetzt brauche ich nur noch 5 makellose Perlen und ich bin fertig. Das kann doch nicht so schwer sein. Ah, wo kriege ich die denn her? Wundervolle Juwelen sind das. Sie können überall auf den Shivering Isles in Schatztruhen und dergleichen gefunden werden. Okay, das bedeutet... Entschuldigt, aber ich habe Wichtiges zu tun. Quasi, dass wir die besorgen müssen. Dieser Hund. Der Uschnas gehäuteter Hund. Ich glaube, das ist von dem. Ich weiß noch, was wir letztes Mal gemacht haben. Ungefähr so. Haben wir denn welche? Wahrscheinlich eher nicht, weil ich die immer verkaufe. Makellose Perlen, unreine Perle, makellose Perle. Ja, nee, haben wir nicht. Wir haben ganz viel Bernstein. Wir wollen noch nicht wissen, was wir damit machen sollen. Kommen wir denn hier wieder raus? Und ich habe ihn gemacht. Muss ich jetzt wirklich hier herumreisen und alles auskundschaften? Wie kann ich zu dienen? Wir machen ja immer eine andere Quest, oder? Was haben wir denn noch? Ja, Antipodenhammer. Ich habe eine Matrix gefunden, die aussieht, als sei sie eine Gussform für eine andere Art von Gegenstand. Ich sollte mich umhören. Irgendjemand auf den zitternden Inseln muss doch wissen, wozu man so etwas benutzt. Weiß die das hier vielleicht? Warngotts. Die Shivering Isles sind ein Spiegelbild unseres Fürsten Cheogorath. Gespalten und doch perfekt. Aha, okay. Geht mit unserem Herrn. Haben wir wirklich nur diese beiden Quests? Ja, wir haben wirklich nur diese beiden Quests. Wo geht's denn hier hin? Nach Bliss. Ach, sind wir jetzt hier vor Bliss oder was? Hä? Tiegeln und Bliss. Ah! Hi, du bist doch ein Bettler, ne? Eure Worte in seine Ohren. In der Fundgrube könnt ihr manchmal... Ja, okay. Es macht keinen Spaß mit euch. Wetten, dass ihr Hunde nicht... Der Segen des Warngotts.
Ich habe gehört, dass Tove der Rastlose wieder an etwas baut. Wer ist Tove der Rastlose? Ich gehe. Ich muss irgendwie hier weg. Bis später. Früher hielt ich euch für einen Helden, für einen heiligen Ritter und so weiter. Ich hätte es wohl besser wissen sollen. Vom Essen bei Kränkelklara stirbt man nicht. Jedenfalls nicht gleich. Ja, das ist ja wunderbar. Tschüss. Was hat er denn? Hallo? Achtet nicht auf mich. Ich bin ein wenig müde. Ich kann zu Hause nämlich nicht schlafen. Die Wände, sie sind nicht sicher. Die Wände sind nicht sicher? Wisst ihr es nicht? Ihr wisst es nicht, oder? Na, zum Glück habt ihr mich getroffen. Ihr lauft hier einfach herum, als ob nichts passieren könnte. Warum schlaft ihr nicht draußen? Na, das ist mal eine Idee. Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Aber wo werde ich schlafen? Ich brauche einen Schlafplatz. Ich habe Leute auf der Straße schlafen sehen, aber sie drücken sich zu nah an die Mauern. Ich brauche einen sicheren Ort. Ich kann nicht einfach irgendwo schlafen. Da sind Statuen und Mauern und alles Mögliche, was auf mich stürzen kann. Ich will das nicht. Nein. Aber wenn ihr einen guten Schlafplatz findet, einen sicheren Platz, draußen, dann belohne ich euch. Draußen schlafen. Macht keine Witze. Es ist ernst. Ich könnte sterben. Wir könnten alle sterben. Bitte helft mir, draußen einen Platz zum Schlafen zu finden, wo die Mauern nicht über mir zusammenstürzen. Okay, ich werde suchen. Auf Wiedersehen. Oh Mann. Was für bekloppte Quests. Aber so ist das, Daltrier. Ja? Fort mit euch, Sterblicher. Ich habe keine Zeit für euer Geschwätz. Fasst euch kurz. Neu-Sheod ist die Hauptstadt der Shivering Isles. Wir Aureale bewachen Bliss, den manischen Bezirk der Stadt. Ah, das ist hier Neu-Sheorath. Kann er nicht hier schlafen? Sprecht, Bürger. Aber es ist zu nah an der Mauer, ne? Diet ist zu nah an der Mauer und das will er nicht. Boah! Aua. Fuck. Habt ihr draußen ein... Ah, noch nicht. Wahrscheinlich will er nicht will er vielleicht gar nicht erst in der Stadt schlafen? Das kann auch sein. Sag mal, wie komme ich eigentlich aus der Stadt raus? Geht das überhaupt? Ja. Spendiert uns was zu trinken. Was ist hier los? Sprecht, Bürger. Seid gegrüßt. Guten Tag. Großkopf? Was ist mit ihm los? Warum ist er tot? Sprecht, Bürger. Okay, hier werden Leute einfach angegriffen. Hey, neues Sheod. Ach so, das sind so Vororte oder so. Na, egal. Habt ihr meine letzte Aufführung gesehen? Hat sie euch gefallen? Total toll. Hab ich nicht gesehen. Oh nein. Stirb! So, sollen wir jetzt hier irgendwo einen Schlafplatz finden für diesen Typen? Ich habe keine Ahnung. Ach, da ist schon wieder so ein Vieh. So, gehen wir mal hier hoch und gucken mal, ob hier oben vielleicht irgendwo ein Schlafplatz ist für den. Ach, wahrscheinlich auch in der Stadt, ne? Wahrscheinlich auch in der Stadt. Ich bin ja wieder richtig schlau. Ich laufe hier in der Wildnis rum.
Ja, er sagt, er will draußen schlafen. Was erwartet ich? Was erwartet ihr denn da? Und da denke ich doch auch als erstes dran, ja, hier irgendwo in den... Guck mal, was fliegt denn hier? Kann man das einsammeln? Hallo, bleib mal stehen. Hallo, bleib mal stehen. Sorry, bei glitzernden Dingen denke ich immer, die kann man einsammeln. Zu viel Zelda gespielt. Ach so, im Übrigen dann... Habt ihr meine Vorstellung... Ach, wem will ich denn etwas vormachen? Wahrscheinlich seid ihr eher gekommen, um über den schlechtesten Jongleur der Welt zu spotten. Okay. Fundgrube? Eher wohl Grubenfunde. Nett. Auf Wiedersehen. Fasst euch kurz, Sterbliche. Der Segen des... Geht und sprecht mit Ungor. Er redet sowieso ständig davon vorzugehen. Euer Freund kann dort schlafen, wo Ungor jetzt schläft. Bringt ihn dazu, früher zu gehen. Und euer Freund kann früher schlafen. Aber passt auf, Hunde mögen seinen Geruch nicht. Wiedersehen. Ungor? Okay. Seid gegrüßt. Ich würde eher eigene Zauber entwickeln, bevor ich sie bei Earls Mysterien kaufe. Das einzige Mysterium ist, warum er nicht pleite macht. Das Ungor? Ja. Sprecht, Wahnsinnige. Wahnsinnige? Ich bin ein Mann. Das ist eine weitere Methode, mit der sie versuchen, mich anders im Kopf zu machen. Habe ich recht? Lassen mich draußen schlafen und so. Ich gehöre einfach nicht hierher. Für ein warmes Bett würde ich alles tun. Bald werde ich von hier fortgehen. Sobald ich weiß, wie ich abhauen kann, ohne dass sie es bemerken. Tauscht doch einfach das Bett mit dem... Naja, das klingt suspekt. Aber ich hoffe, ich kann euch trauen. Ich werde das noch bereuen, aber... Egal. Sicher, gut. Ich habe es satt, draußen zu schlafen. Sagt ihm, er kann in meinem Bett schlafen und ich in seinem. Warum? Bis später. So, dann gut, dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Habt ihr draußen einen sicheren Schlafplatz für mich gefunden? Ja. Habt ihr einen Schlafplatz für mich gefunden? Draußen unter den Sternen, die zu klein sind, um auf mich zu fallen und mir weh zu tun? Sehr gut, sehr gut. Erzählt mir mehr. Tauscht den Schlafplatz mit Ungua. Wirklich? Und das ist ein sicherer Platz? Nicht am Fuß einer hohen Wand? Das ist eine großartige Idee. Das klingt perfekt. Na, ich nehme an, wenn er keine Angst davor hat, dass die Mauern über ihm zusammenstürzen, dann macht es ihm auch nichts aus, wenn sie es tatsächlich tun. Man kann nicht alle retten, oder? Und was ist meine Belohnung? Oh ja, entschuldigt, aber was kann ich euch geben? Oh, hier, nehmt diese Schriftrolle. Ich wollte sie verwenden, falls die Mauern über mir zusammenbrechen und ich verschüttet würde. Aber ich brauche sie nicht mehr. Gut. Der arme Großkopf. Er wird die Gabel der Gänsehaut niemals finden. Die Gabel der Gänsehaut? Wiedersehen. Ja, er ist jetzt tot. Was macht sie da? Okay. Früher hielt ich euch... Auf Wiedersehen. Gut. Ja. Was gibt's? Geht's denn hier hin? Ballastanlagen. Ah, okay. Gehen wir da mal hin. Oh, schickes Kleid. Ich bin Ania Herrick. Ich diene Fürstin Syl und sie gewährt mir Schutz innerhalb des Hauses von Dementia. Ich bin ihr sehr dankbar. Aha, okay. Sprechen wir mal mit... Ich will gerne mit der sprechen hier. Ich habe da was gelesen, was man hier kann. Ich bin Kitlan, Truxes der Fürstin Syl. Wenn ihr keinen triftigen Grund habt, hier zu sein, seid ihr unwillkommen. Okay. Einen Frostzauber gegen eine Klapperscheuche zu sprechen, ist sinnlos. Wiedersehen. Hallo, guten Tag. Ah, guck mal, hier laufen wieder beide rum. Fürstin Syl. Shirgorats Palast.
Hä? Wir haben doch mehr Quests. Durch das Randland des Wahnsinns. Ja, ich sollte Sheogorath aufsuchen. Ja, dann machen wir das. Sheogorath. Blätterpalast, den er hier hat. Ja, ein Neuankömmling? Schade, das mit meinem Torwächter. Ich bin so glücklich, ich könnte glatt eure Eingeweide herausreißen und euch damit erwürgen. Ich darf mich bekannt machen. Ich bin Sheogorath, Prinz des Wahnsinns, unter anderem. Aber darüber spreche ich nicht. Inzwischen seid ihr vermutlich selbst darauf gekommen. Wollen wir es hoffen? Sonst sind wir in echten Schwierigkeiten. Und eure Eingeweide müssen doch raus. Dann springe ich Seil damit. Aber vielleicht jetzt nicht gleich. Ihr habt es schon weit gebracht. Weiter als alle anderen. Bravo. Nehmt diese Kleinigkeit. Vielleicht leistet sie euch gute Dienste. Oder schmückt eure Leiche. Aber was wollt ihr von uns? Ich habe auf euch oder jemanden wie euch oder jemanden anders schon seit einiger Zeit gewartet. Ich brauche einen Champion. Und ihr habt den Job. Zeit, das Reich zu retten, die Holde Maid zu befreien, das Untier zu töten oder beim Versuch zu sterben. Eure Hilfe wird benötigt. Eine Veränderung naht. Alles verändert sich. Sogar Daedra-Fürsten. Besonders Daedra-Fürsten. Änderung? Die Daedra verkörpern die Veränderung. Veränderung und Dauerhaftigkeit. Ich bin nicht anders. Außer in der Art, wie ich bin. Der graue Marsch kommt. Und ihr werdet ihn aufhalten. Der graue Marsch? Was ist das? Die Einzelheiten sind unwichtig, zumindest im Moment. Die Ewigkeit steht etwas unter Zeitdruck. Darauf kommen wir später zurück. Was nun? Jetzt? Ihr macht einen Botengang für mich, einen wichtigen. Natürlich ist alles wichtig, was ich euch auftrage. Mein Reich, meine Regeln. Ihr begebt euch nach Sedilian. Einem meiner Lieblingsorte auf den Inseln. Ein nettes Fleckchen, das ich für unerwünschte Besucher reserviert habe. Und einige sind unerwünschter als andere. Warum Sedilian? Der Torwächter kümmert sich um die meisten Eindringlinge, aber er ist tot. Auch diesen Missstand müssen wir bald beheben. Wie auch immer! Es gibt jene, die auf anderen Wegen in mein Reich kommen, und sie sind unterwegs. Wir wollen sie hier nicht haben, glaubt mir. Also, ihr werdet Sedilian wieder in Gang bringen. Hier habt ihr ein kleines Buch mit Anleitungen und den Abschwächer des Urteils. Den werdet ihr auch brauchen. Weitere Einzelheiten könnt ihr von Haskell erfahren. Er ist ein detailbesessener Kerl. Eine große Hilfe und auch sehr modebewusst. Nun macht euch auf die Socken, bevor ich meine Meinung ändere. Oder meine Meinung mich ändert. Okay, was ist der graue Marsch? Erzählt mir mal davon. Also wirklich, haltet euch jetzt nicht mit den Einzelheiten auf. Das würde euren kleinen Verstand nur überfordern. Wichtig ist, dass ihr nach Sedilian gelangt, und zwar schnell, bevor ihr mich langweilt. Es würde euch nicht gefallen, mich gelangweilt zu sehen. Aha, okay. Ihr könnt jetzt gehen. Haskell. Der Gott des Wahnsinns hat euch eine Aufgabe gegeben. Jemand mit euren Talenten müsste imstande sein, sie zu erledigen. Okay. Erzählt mir mehr über Sheogorath. Er ist der Prinz des Wahnsinns. Der Herrscher der Shivering Isles. Okay, und Sedilian? Ja, ein wirklich erstaunlicher Ort. Wunderbar, um sich zu entspannen, während man diese lästigen Abenteurer leiden sieht. Nichts für ungut. Ich würde sagen, ihr solltet als nächstes nach Sedilian gehen und es reaktivieren. Okay, und die zitternden Inseln? Erzählt mir darüber was?
oder reaktiviert? Ja? Ach, ich Dummerchen. In dem Buch sind keine Bilder. Ich kann wohl kaum erwarten, dass ihr das lesen könnt, nicht wahr? Um Cedilian zu reaktivieren, wie es meinem Fürsten beliebt, müsst ihr 3 Fokuskristalle finden und diese zu ihrer Ruhestätte zurückbringen. Zu jedem Kristall gehört ein passender Sockel, ein sogenannter Urteilsnexus. Selbst ihr könnt sie nicht verfehlen. Ohne die Kristalle kann der Resonator des Urteils, die Energiequelle Cedilians, nicht wiederhergestellt werden. Okay, gut. Das ist ja, Das Leben ist herrlich. Wirklich. Wirklich, ja. Wirklich. Ich glaube euch sofort. So, und wo sind jetzt diese Fürsten hier? Haus von Dementia. Ah, guck mal hier. Ich speichere mal nochmal mit F5, ne? Ich würde gerne mal mit der Fürstin Syl sprechen. Nelrin. Wahn Gotts Segen. Sheogorath ist unser Fürst. Der Herrscher über die Schiffe. Mhm. Okay, hier ist jetzt niemand. Was passiert, wenn ich mich hier draufsetze? Ich bin jetzt der Fürst hier. Wir können ja mal warten hier. Komm. Vielleicht kommt ja hier irgendwann jemand. Bisher noch nicht. Ist ziemlich leer hier. Ah, guck mal, wer ist das denn? Syl. Was wollt ihr? Der Torwächter ist ermordet worden. Das ist erst der Anfang. Als nächstes werden sie hinter mir her sein. Ach, Quatsch. Passt auf euch auf. Wie kann ich zu Dienst sein? Hallo. Hier drinnen sind wir in Sicherheit. Hier kann uns nichts passieren, nicht wahr? Natürlich. Klar. Passt auf euch auf. Der eine sagt, das ist draußen sicher. Ach so, es gibt 2... Warte mal, dann gibt es ja auf der anderen Seite auch noch, weil es gibt 2 Herrscher, soweit ich das weiß. Auf der anderen Seite gibt es auch noch jemanden. Sprecht, Bürger. Haus von Mania, genau. Es gibt einmal Mania und Dementia und es gibt 2 Herrscher. Oh, das sieht aber schon prächtiger aus hier. Ja? Fundgrube? Okay. Warum trägt er fast ein Kleid? Ich bin Glubschauge, Truxes seiner Gnaden, des größten Herzogs von Mania aller Zeiten. Tardon? Tschüss. Ist das Tardon? Nein, das ist Gundar. Wo ist denn Tardon? Ach, hier. Ja? Was ist denn? Sehr beschäftigt. Hab zu tun. Oder auch nicht. Wie auch immer. Okay. Es hört sich an, als seien die Ritter der Neuen auf einem echten Kreuzzug. Auf Wiedersehen. Okay. Geben die uns auch Quests oder so? Bestimmt irgendwann. Kann man die stürzen? Ich will die vom Thron stürzen. Ich will der Fürst hier werden. Da. So, was haben wir denn? Eine bessere Mausefalle. Ich habe erfahren, dass ich, um Xeridian wiederherzustellen, den Resonator des Urteils aktivieren muss. Dazu muss ich 3 Fokuskristalle finden und jeweils in einem Urteilsnexus setzen, was den Resonator für die Feindstimmung vorbereitet. Ich sollte mich sofort nach Xeridian aufmachen und meine Suche beginnen. Na gut, dann schauen wir mal auf die Karte. Waren wir da schon mal in Xeridian? Nö. Ja dann. Mal hier raus, ne? Komme ich denn hier raus? Ach, durch Tiegeln. Durch die Tiegeln. Alter. Ah. Nicht zu Diensten sein. Wer? Wo sprichst du? Ach, da. Ich habe die nicht gesehen. Ah ja, scheiße. Mann. Warum passiert das immer? So langsam müsste unser Held doch auch mal, dran gewöhnt sein, dass das einfach so ist, dass wir immer von oben runterspringen. So, neue Sheogorath. Oh, das sieht auch cool aus, ne? Dieser Wasserfall, der sieht schon nice aus. Der Himmel hier, ne? Oh, ich sehe gerade nichts, weil
bei mir hier gerade die Sonne scheint und das ist blöd. Bin ja gespannt, wie die Folge im Nachhinein dann aussehen wird, weil ich jetzt auf, also ich mache jetzt nur noch Bildschirmaufnahme, nicht mehr Fensteraufnahme, wie vorher immer. Was? Ich sehe nichts. Das ist gemein. Hä? Ich sehe nix. Ist doch egal. Hier im Spiel ist es so dunkel und... Was ist das hier? Ach, guck mal. Haben wir den mal jemanden getötet? Ach. Ach, da! Wow. Nordsrinde, ne? Nord. Boah, ich freue mich eigentlich auch, wenn wir das hier wirklich mal endlich abgeschlossen haben. Also ihr könnt euch jetzt auf tägliche Folgen auch freuen von Oblivion. Ich habe nämlich geplant, das Spiel jetzt wirklich durchzuspielen. Also das DLC, zumindest die Hauptquest. Ob ich alle Nebenquests mache, weiß ich noch nicht. Das kommt drauf an, ob ich da Bock zu habe. Angesichts dessen, dass wir ja so lange Pause gemacht haben. Mein Gott, was ist denn hier los? In jeder Ecke wirst du angegriffen. Angesichts der Tatsache, dass wir so lange Pause gemacht haben, denke ich mal nicht, dass ich alle Nebenquests mitnehmen werde. Irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann ist auch mal gut. Und wir sind, glaube ich, da werden so ungefähr 200 Folgen vollkriegen. Das reicht für eigentlich, glaube ich, auch für das Spiel. Ich bin ganz ehrlich, ich mag es. Ich liebe Oblivion. Es ist immer noch ein glorreiches Game. Leider mit sehr, sehr vielen Bugs verbunden. Das ist leider so. Aber es ist ja auch aus dem Jahre 2006. Ich sag's immer wieder. Nee, und danach möchte ich halt auch gerne mal wieder. Ich möchte auch wieder was anderes, was Neues, was Frisches. Also schon noch alte Games. Bestimmt auch mal. Sowas wie Dragon Age wäre auch mal geil. Sag mal. Sagen Sie mal. Herr, von uns zu Peiniger. Nimm nur deine Eier mit. Ah! Oh. Heißhungriger Hunger. Oh no. Wo kam der denn her? Hungerzunge. Okay, nee, auf jeden Fall. Ne, sowas wie Dragon Age würde ich gerne mal zocken. Hätte ich Bock drauf. Ne, fangen wir wirklich an. Da können wir auch die Reihe durchspielen, ne? Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Awakening. Das wird auch ein langes Projekt, wenn wir das irgendwann mal machen. Hätte ich auch Bock drauf. Also könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe YouTube mal wieder nicht, also das Fenster von YouTube mal wieder nicht zugemacht. Das war ein Fehler, ne? Ja, weil er dann immer da runter scrollt. Wenn ich zum Beispiel hier im Inventar rumscrolle, warte, wenn ich so mache, dann scrollt er bei mir nebenan bei YouTube auch immer die Videos hoch. Also im YouTube Studio. Den habe ich halt immer geöffnet, weil ich auch während der Aufnahme gerne mal Sachen hochlade. Boah, wie lange ich jetzt einfach... Also wir sind ja jetzt schon... Also dieses Spiel spiele ich ja jetzt schon seit einem Jahr. Ne, dieses Projekt... Schiebe ich vor seit einem Jahr vor mir her, beziehungsweise Xedidian. Wir sind in Xedidian. Also ich habe ja dieses Spiel hier wirklich seit einem Jahr. Wo ist der Hund? Der Hund ist weg. Seit einem Jahr schiebe ich eigentlich so ein bisschen das Spiel vor mir her. Wir haben vor einem Jahr angefangen. Wer ist das? Ich bin Yngvar, der Wanderer, aber die meisten nennen mich jetzt Yngvar Schwarzseher. Ich sage euch, die Welt wird zerstört. Das macht einigen Leuten Angst oder stürzt sie in Verzweiflung. Manche bezweifeln aber auch, dass ich die Wahrheit sage. Dabei ist meine Botschaft eigentlich tröstlich. Die Welt geht unter und wir können daran nichts ändern.
Sobald ihr das akzeptiert, werdet ihr Frieden finden. So wie ich. Ja, okay. Ne? Möget ihr Trost finden in eurer Machtlosigkeit. Ja, auf jeden Fall, wie ich gerade schon mehrmals sagte, wir schieben dieses Spiel schon seit einem Jahr vor uns her. Vor einem Jahr habe ich das Spiel hier angefangen. Immer wieder Pause gemacht, weil es einfach ein Riesenprojekt ist und es so viele Quests gibt. Und das liegt mir nicht. Das liegt mir nicht so lange. Oh, Xedilian. Okay, gehen wir mal rein. Ich bin in Xedilian. Jetzt sollte ich anfangen, nach den Fokuskristallen zu suchen, die den Resonator des Urteils mit dem restlichen Verlies verbindet. Okay, unser Hund ist auch wieder da. Nur Druckschalter. Da haben wir schon den ersten Gegner. Alter! Kann der Hund sterben? So. Der Hund kämpft mit, das ist ganz geil. Erinnert mich wirklich ein bisschen an Dragon Age mit dem Hund, den man da dabei hat. Das ist cool. So, hier können wir noch nicht rein. Gott, was sind das für Geräusche hier? Okay, das Tor wird anderswo geöffnet. Wegen einem Schalter. Oh, die Taschen sind dann schon wieder voll. Und der Brustharnisch ist auch schon wieder kaputt. Ich hätte vielleicht vorher reparieren sollen. Oder unsere Taschen überhaupt leeren sollen. Ja, gut. Lichtbringer? Habe ich den selber erstellt? Der sieht so anders aus. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Die Taschen sind bald wieder voll und alles. Okay. Wir können hier nirgendwo hin. Guck mal, das Ding ist auch aus. Kann man das irgendwie anstellen? Ach, bin auch blöde. Einfach mal ein bisschen besser gucken. Hua, hua. Oh nein. Ah, auch noch zwei. Auch noch zwei. Okay. Da ist noch ein dritter, ne? Da ist noch ein dritter. Oh. Sag mal. Glaub's hackt. Knochensplitter. Nehmen wir natürlich sofort mit. Auch wenn wir Alchemie sowieso nicht mehr trainieren müssen. Urteilsnexus, okay. Hier müssen wir den Kristall wahrscheinlich einsetzen, den wir nicht hier finden. Urteilsnexus. Bin ich hier irgendwie falsch? Hier vielleicht? Warte mal. Ja, hier gibt es keinen Schalter. Zumindest sehe ich gerade keinen. Ah, dieses scheiß Mikro. Mann. Eben an der falschen Stelle. Ich habe nur den Arm hochgemacht. Bam, voll dagegen. Fliegt ja mal das ganze Mikro durch die Gegend. Nein, so weit kommt's nicht. Urteilsnexus. Ja, aber was soll ich denn jetzt tun hier? Ich habe doch die Kristalle gar nicht. Wo soll ich die denn finden?
Ich habe ja gar keine Kristalle. Wo finde ich die denn? Lass mich raten, die finde ich irgendwo in der ganzen... Hilfe! Ich bin ja auf Auto laufen gegangen. So, kein Schalter. Aber irgendwie muss ich doch da durchkommen. Hier komme ich gar nicht rein. Also hier bin ich auf jeden Fall komplett falsch. Ja, aber ich sollte doch hier hin. Ich schaue mich hier mal ein bisschen in der Umgebung um. Natürlich regnet es wieder, wie immer. Vielleicht hier drüber irgendwie. Ich werde wahrscheinlich nach der Folge mal googeln. Alter. Also die mit den Schildern, die hasse ich auch, ne? Hallo, jetzt... Meine Güte. Gut, da wir jetzt hier gerade nicht weiterkommen, werde ich mal ganz kurz, werde ich die Folge hier an der Stelle schon mal beenden. Und mal ganz kurz gucken, wo man diese Kristalle herkriegt. Weil ich möchte jetzt hier nicht doof rumsuchen müssen. Da habe ich keinen Bock zu. Ja, gut, Leute, dann, verabschiede ich mich einfach mal für diese Folge. Bedanke mich wieder fürs Zuschauen und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert doch gerne den Kanal. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter bei Oblivion. Es ist wieder soweit. Es geht wieder los. Also ihr könnt euch jetzt wirklich auf täglichen Stuff freuen von Oblivion. Denn ich bin gewillt, das Spiel jetzt endlich mal zum Ende zu führen. Und das endlich dann auch an ACTA zu legen. Das wäre nämlich ganz schön. Und ich würde gerne mal andere RPGs wieder spielen. Ja, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Oblivion. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal und tschüss.